Frau Kriminalhauptkommissarin Dirschke, was war heute am 9. Mai 2020 los in Berlin-Mitte, speziell im Bereich Rosa-Luxemburg-Platz, Alexanderplatz und eventuell Peripherie von diesen beiden Plätzen? Auf dem Rosa-Luxemburg-Platz gab es zwei angemeldete Kundgebungen, die störungsfrei mit je 50 Teilnehmenden durchgeführt wurden. Im Nahbereich gab es diverse weitere Kundgebungen angemeldet mit 50 Teilnehmenden, die ebenfalls störungsfrei durchgeführt wurden. Wir hatten im Bereich des Rosa-Luxemburg-Platzes ungefähr 400 Einsatzkräfte im Einsatz. Des Weiteren gab es eine angemeldete Kundgebung auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude. Auch hier gab es zunächst 50 Teilnehmende, die dem Aufruf gefolgt waren. In der weiteren Folge sind hier jedoch eine Vielzahl Interessierte und Versammlungsteilnehmer dem Aufruf ebenfalls gefolgt, sodass es hier auch zu polizeilichen Maßnahmen und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen gekommen ist. Und welche Gruppierung war es, die am Rosa-Luxemburg-Platz demonstriert hat, am Reichstag und hier am Alexanderplatz? Kann man da Namen von Veranstaltern, von Organisationen nennen? Na, Einzelpersonalien nennen wir ja nie. Ich kann Ihnen sagen, dass die Kundgebung unterschiedlichster Couleur war, von wir finden uns bei Sonnenschein zusammen über Impfgegner und Menschen, die sich gegen Rechtsradikalismus ausgesprochen haben, war alles dabei bei diesen 12 Kundgebungen. Und von äußerem Anschein auf politische Gesinnung schließen tun wir als Polizei Berlin nicht. Es soll ja hier zu Gewaltübergriffen gegen Polizisten gekommen sein, laut übereinstimmenden Berichten auf Twitter. Können Sie dazu was sagen? Wie war die konkrete Einsatzlage am Alexanderplatz? Sind Polizeivollzugsbeamte verletzt worden? Kam es auch, wie eben über Twitter kolportiert wurde, zu Aktionen seitens der Polizeivollzugsbeamten? Hier auf dem Alexanderplatz haben sich etwas über 1000 Menschen zusammengefunden, die in Teilen auch ihre Meinung kundgetan haben. Eine Kundgebung hier am Platz ist nicht angemeldet gewesen. Es waren deutlich mehr als 50 Teilnehmende, sodass Polizei hier zum Einsatz gekommen ist. Wir waren mit ungefähr 500 Einsatzkräften hier am Ort. Wir haben über Lautsprecher Durchsagen mitgeteilt, dass Straftaten begangen werden, Ordnungswidrigkeiten, Abstandsgebot nicht eingehalten werden. Wir haben die Maßnahmen, die Polizei zu ergreifen gedachte, angekündigt. In Teilen gab es Unmutsbekundungen und Flaschenwürfe auch auf Polizeibeamte. Es gibt mindestens einen leicht verletzten Polizeibeamten. Über seinen weiteren Verbleib kann ich an der Stelle nichts sagen. Und es gab eine bestimmte Anzahl an Freiheitsentziehungen, deren endgültige Zahl ich Ihnen noch nicht nennen kann. Nur als ganz kurze Frage, es wurde auch Reizgas eingesetzt. Eine journalistische Kollegin von mir wurde auch davon betroffen. Können Sie dazu was sagen? Es wurde Reizgas eingesetzt im Rahmen von mehreren Widerstandshandlungen. Und wer dann in der Enge ohne Einhalten der 1,5 Meter sich befindet, dem tränen dann gegebenenfalls auch die Augen. Ich habe zumindest ein Video auf Twitter gesehen und das auch gesichert, wo zu sehen war, wie mehrere Polizeivollzugsbeamte, ich glaube von einer Einsatzhundertschaft, wirklich zurückgewichen sind vor aggressiv auftretenden Versammlungsteilnehmern. Jetzt kennen Sie das Video vielleicht nicht, von dem ich spreche, weil es erst vor einer Dreiviertelstunde vielleicht publiziert wurde. Aber wie ist es zu erklären, wenn sich Polizeivollzugsbeamte dann zurückziehen? Weil ich habe das auch schon gegenteilig erlebt, dass man einfach diese Festnahme- und Beweissicherungseinheiten, dass die einfach dann einzelne Redelsführer festnehmen. Das haben wir auch schon in Mitte erlebt. Also wie kam es dann heute mutmaßlich dazu, dass sich eben so eine Gruppe Polizeivollzugsbeamte zurückgezogen hat, so laut diesen Bildern? Was videografisch als Zurückweichen gewertet werden kann, kann auch deeskalierende Strategien zum Inhalt haben. Ein kurzes Zurückweichen und das beweissichere Festnehmen von einem Störer sind oft die mildere Maßnahme, als auf unmutsbekundene Menschenmassen zuzugehen und damit eskalieren zu wirken. Noch eine Frage. Es wurde auch behauptet, inwieweit das zutrifft, weiß ich natürlich nicht, dass nicht mit der gebotenen Schärfe, so meinen diese politischen Beobachter, heute von seitens der Polizei vorgegangen sei.
weil man vielleicht diesen Klientel, was heute sich hier in Teilen versammelt hat, nicht, ich sag mal, zu nahe kommen wollte. Und dass das, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Wer Menschen nicht zu nahe kommen möchte, muss sich zurückziehen. Und wenn man sieht, dass sich hier 1000 Personen befinden, dann muss man selbst aktiv werden und nicht die Nähe suchen, sondern die Weite. Ich spitze das jetzt mal an einer letzten Frage zu. War die Polizei heute nicht optimal vorbereitet womöglich? Oder war die Polizei heute vielleicht nicht in ausreichender Stärke vor Ort am Alexanderplatz? Es war für den Alexanderplatz keine Kundgebung angemeldet, sodass wir den Alexanderplatz so wie jedes Wochenende und jeden Tag von Montag bis Freitag im Fokus haben, aber mit einer hohen Personenanzahl jetzt in der Kürze nicht rechnen konnten. Es gab keine Aufrufe. Dennoch hatten wir natürlich die stadtweite Entwicklung im Blick und haben auch relativ schnell darauf reagieren können, dass sich hier Personen zusammenfinden können. Die Einsatzkonzeption sieht es so vor, dass wir stadtweit im Gebiet im Einsatz sind, aber dann auch schnellstmöglich da, wo es notwendig wird, Kräfte zusammenziehen können. Das haben wir hier getan. Wir hatten hier am Alexanderplatz 500 Einsatzkräfte in relativ kurzer Zeit im Einsatz, von denen 1000, die in der ganzen Stadt unterwegs waren. Ich nenne das eine schnelle Reaktion und diesbezüglich kann die Polizei eine positive Bilanz ziehen. Okay, dann nochmal eine allerletzte kurze Rückfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Gab es keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse? Also hat zum Beispiel die Kollegen vom Landesamt für Verfassungsschutz, hatten die keine Hinweise, dass hier teilweise Hooligans, Rechtsradikale und andere Stören, also Unruhestifter sich hier versammeln? Hat da die Polizei keine Hinweise bekommen vom Nachrichtendienst? Vom Nachrichtendienst hat die Polizei keine Hinweise bekommen. Ich kann auch nicht bestätigen, dass das hier ausschließlich Hooligans oder Rechtsradikale waren. In Teilen. Auch das möchte ich so nicht bestätigen. Wie ich schon gesagt habe, vom äußeren Anschein werden wir keine Rückschlüsse auf politische Gesinnung ziehen. Aber gab es heute Hinweise vom Landesverfassungsschutz? Nein. Okay, gut. Dann gute Besserung für den leicht verletzten Kollegen. Dankeschön. Vielen Dank.